Ich habe 35 Jahre in der Presserei gearbeitet, bin seit letztes Jahr Juni arbeitslos. Unter juristischer Betrachtung ist es ein Skandal. Weil ein so ein kleiner Mitarbeiter von Mercedes-Benz meint, wo hier Schutz hat von außen ohne Ende. Das Gefühl, was ich habe, das sind mafiöse Strukturen der IG Metall, was in diesem Unternehmen teilweise ablaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich das sagen darf oder ob ich mich dann schon wieder strafbar mache. Wie geht's weiter? Wie machst du das? Wie machst du das? Trinkst du da nicht zwei Bier und drei Bier? Denkst du, du hast noch ein paar Tabletten übrig. Fertig. Das war's dann, Ende vom Lied. Die Kollegen haben einfach Angst, weil er so gute Beziehungen zur Obrigkeit hat. Vielmehr zeigt dieser Fall, wie einfach das heute ist, jemanden anzuschwärzen und wie einfach es dann ist, das zu treiben mit Unterstützung gleichgerichteter Betriebsräte der IG Metall, das dazu führt, dass Kollegen am Ende ihre komplette berufliche und wirtschaftliche und familiäre Existenz ja, vernichtet sehen.